Mayday vor der italienischen Küste. Ein Touristenschiff mit über 80 Menschen an Bord, darunter auch viele Kinder, ist in Seenot, droht zu sinken. Küstenwache und Feuerwehr sind mit Rettungsbooten und Helikoptern im Einsatz. Zur dramatischen Situation kommt es im Golf von Triest. Die Fähre verkehrt zwischen der Hafenstadt Triest und der Lagune von Grado. Sie ist bei Touristen sehr beliebt. An Bord befinden sich auch dieses Mal viele ausländische Gäste und mindestens 5 Minderjährige, als es auf dem Rückweg zur Katastrophe kommt. Etwa 4 Kilometer vor der Küste läuft die Fähre mit Wasser voll. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist das Schiff schon in bedenklicher Schieflage. Den Einsatzkräften gelingt es aber, die 76 Passagiere und die Crew zu retten. Auf 2 dicht besetzten Rettungsbooten werden sie an Land gebracht. Alle Schiffbrüchigen kommen unverletzt und mit dem Schrecken davon. Warum es zur Havarie kommt, ist noch unklar. Die Fähre war erst letztes Jahr in Betrieb genommen worden. Inzwischen wird versucht, das kaputte Schiff in den Hafen zurückzuschleppen. Sollte das nicht klappen, droht eine Umweltkatastrophe.